Hallo Uhrenfreundin, herzlich willkommen zu einem ganz kurzen neuen Uhren-Review-Unboxing. Erster Eindruck. Und ihr seht sie schon hier. Ich habe sie schon mal aus dieser blauen Standard-Squale-Box geholt. Eine niegelnagelneue Squale 30 ATM GMT Koka Keramik. Ja, der Name sagt schon mal viel über das Programm der Uhren. Vorneweg muss ich schon mal sagen, das ist für mich momentan eine der Uhren mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. 864 Euro und da kriegst du richtig viel für diese Swissmade Uhr. Angefangen im Namen, ne? 30 ATM. Das heißt, die Uhr ist 30 Atmosphäre wasserdicht, druckdicht. Also das ist schon mal ganz ordentlich. Da braucht ihr bei keiner sportlichen Aktivität oder Wasseraktivität Angst haben, dass hier irgendwas mit der Uhr passiert, sofern halt die Krone gut verschraubt ist. Apropos Krone, schaut mal an, wie groß ist die ist und wie gut man die greifen kann. Da hast du richtig guter Grip auf der Krone. Natürlich Handaufzug. So der Programm bei diesen Selita-Werken. Ja, sieht man gleich GMT-Zeiger. Feine Sache. Andersrum. Datum, Schnellvorstellung. Sekundenstopp für eine genaue Einstellung. Und nicht vergessen, die Krone wieder zuzuschrauben. Die kann man aber wunderbar greifen. Also, wir haben schon mal eins aus dem Namen, ne? 30 ATM, GMT, also zweite Zeitzone könnt ihr schon einstellen über die Linette. Linette, ne? Der Name Koka Keramik. Anlehnung ein bisschen an Coca-Cola. Was mir auch gefällt, ist hier eben die Farbgebung. Wir haben hier kein so, wie für gewöhnlich bei den Pepsi-Linetten mit Rot-Blau, ist es immer so ein Hellrot. Das ist so ein Tacken dunkleres, etwas gesättigteres, mattes Rot und ist einfach ein sehr schöner Kontrast zu dem oberen Bereich der Nacht, dem Nachtbereich der Linette, die eben in Schwarz gehalten ist, wie auch das Ziffernblatt. Schön schwarz, metallic, Indizes aufgebaut, schön mit Edelstahl, gefüllt mit Superluminova, wirklich alles beleuchtet. Wir werden sie noch kurz im Dunkeln anschauen. Keramik, Linette, 30 ATM, wasserdicht. GMT-Funktion, das sind schon mal die großen Punkte dieser Uhr. Natürlich Swissmade, super bedienbare Krone. Und auch noch ein Highlight ist dieses tolle Jubilee-Bracelet, das natürlich verschraubt ist. Ja, da müsst ihr nicht irgendwie Stifte rausdrücken, da könnt ihr schön mit einem kleinen Schraubendreher diese Uhr bedienen. Und wir haben hier schön Sicherheitsfaltschließe. Die Bügel sind schön massiv. Ja, wir haben vier Mikroverstellungen und wir haben noch hier eine integrierte Bandverlängerung. Also für diejenigen, die dann wirklich das Ding mal über Neoprenanzug anziehen wollen zum Tauchen oder so, ne? Das ist natürlich ein rundum sorglos Paket. Mit diesem Band, da gibt es keinen Grund, hier ein anderes dafür kaufen zu müssen, wie bei so vielen Uhren, wo manchmal, na, die Uhr ganz toll ist, aber das Band nichts taugt. Das hast du hier nicht notwendig und das Super Jubilee hier, das trägt sich auch wirklich fantastisch gut. Hatte selber schon den Vorgänger mit der rein schwarzen Linette, aber das hier ist natürlich auch nochmal richtig schön mit dieser Koka-Linette. Schwarz, rot, passend dann zum roten GMT und zum roten GMT-Zeiger. Selita-Werk mit 42 Stunden Gangreserve. 316L Edelstahlgehäuse. Wir haben hier, das Gehäuse ist 40 mm und ihr seht, die Linette steht ein bisschen über. Ich denke mal, über die Linette haben wir dann vielleicht 42 mm, aber sie trägt sich wirklich schön angenehm. Und wie die hier läuft, wirklich sehr schön. Die läuft richtig gut. Guck mal, wie sie durch die Kamera einstellen kann. Ja, da fehlt noch ein Klick. So, passt. Also Preis-Leistung ist bei der Uhr wirklich der Hammer. 864. Der Vorgänger war teurer mit der schwarzen Linette. Keine Ahnung warum, aber als Squale-Händler müssen wir uns natürlich an die Preisvorgaben von Squale halten. Aber ich sag mal, mit dem Rabattcode STREAM könnt ihr, STREAM 5, könnt ihr ja nochmal 5% rausschlagen. Also da gibt es preis-leistungsmäßig für eine Swissmade GMT Dive Watch. Survival, Outdoor, Sport, Freizeit, Wasseraktivitätenuhr. Noch mit einer zweiten Zeitzone und einem tollen Band. Finde ich eigentlich gerade kaum was Praktischeres auf dem Markt. Sehr angenehm zu tragen. Durchs 40 mm Gehäuse. 42 mm Linette.
super beleuchtet. Wir können mal schauen, ob wir es hier dunkel kriegen. Na, ich werde einfach noch ein paar Sekunden Clip hinten dran hängen. Im dunklen Raum. Dann seht ihr mal, wie gut das Ding auch beleuchtet ist. Ja. Squale 30 ATM GMT Coca Keramik. Für mich im Augenblick bester Preis-Leistungs-Ticker. Wenn man mal ein bisschen was Besseres am Handgelenk tragen will und man sagt, okay, jetzt investiere ich mal ein bisschen mehr und will möglichst viel Uhr fürs Budget, dann solltet ihr euch die hier jetzt gerade mal etwas genauer anschauen. Boden, ja, einfach geschlossen, brauchst du kein Sichtglas. Das ist eine Toolwatch, die aber auch noch elegant aussieht. Die kannst du auch am Samstagabend zum Ausgehen zum Anzug tragen, ne? Oder zum Sportdress, Jeans und Polo. Oder über den Neoprenanzug oder wenn es in den Wald oder zum Sport geht. Das ist einfach eine Allround-Uhr. Ne? Wenn du sagst, du möchtest eine One-Uhr, wie heißt es immer, One-Watch-Collection, mit so einem Modell kannst du maximal viel erschlagen. Ne? Okay, das war's. Ich werde jetzt noch 10 Sekunden Loom-Shot hinten dran hängen. Dann seht ihr mal, wie das Öhrchen im Dunkeln sich macht. Also, ich sage danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Naja, Preis-Leistungs-Hit am Squall Watch Himmel, würde ich mal sagen. Also, bye. So, jetzt hier nochmal ein Blick auf die Uhr im Stockdunkeln, wie die hier mit der Beleuchtung aussieht. Also ihr seht, wir haben nicht nur die beleuchteten Indizes, wir haben auch beleuchtete Zeiger, wir haben den beleuchteten GMT-Zeiger und wir haben eine komplett beleuchtete Lünette mit der 24-Stunden-Anzeige. Ne? Also, wenn die mal nicht gut im Dunkeln ablesbar ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist ja wie ein Christbaum. Okay, Freunde, dann würde ich mal sagen, viel Spaß beim Shoppen. Wartet nicht zu lang. So viel gibt es davon nicht. Also, ciao, Freunde.